Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 33 und zwar für die Handelstage vom 13.8. bis 17.8.2018. Wir wollen in dieser Analyse wie gewohnt auf die Märkte DAX, S&P, Euro und Gold eingehen, wollen uns das Big Picture anschauen, was ist für die kommende Handelswoche gegebenenfalls hier wichtig an Unterstützungen, an Widerständen, an Kerntendenzen, was könnte hier eintreten. Wir hatten ja in der vergangenen Woche auch in den Livestreams hier schöne Setups formulieren können auf Basis dieser großen Big-Picture-Analyse, wo man eben schaut, wo sind wichtige Bereiche, wenn diese zum Beispiel unterschritten werden, wie es zum Beispiel am Freitag dann auch im DAX der Fall war, wo könnte man dann gegebenenfalls shorten, wo könnte man long gehen. All das wollen wir hier besprechen, wollen wir hier auf die Märkte schauen. Wie gewohnt vorab der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, denn wir arbeiten ja mit Hebelprodukten und da ist es umso wichtiger, mit Stops zu arbeiten, die Positionsgröße entsprechend anzupassen. Ganz wichtig auch all das, was ich hier sage, was ich gegebenenfalls sogar an Setups formuliere, darf definitiv nicht als Handelsempfehlung gewertet werden, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zusätzlich zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen als allererstes, mache ich den Risikohinweis weg und dann switchen wir, dann switchen wir mal kurz erstmal auf die Fundamentals für die kommende Handelswoche. Wir hatten das in der vergangenen Handelswoche auch schon besprochen. Es waren ein paar Zahlen in der vergangenen Handelswoche, die hier zum einen eben als Kategorie 3 hier auf der Seite von Finanzen.net zwar deklariert waren, aber ich habe schon gesagt, dass höchstwahrscheinlich die ganzen Fundamentals, und so sollte es auch in der kommenden Handelswoche sein, erstmal nicht grundlegend für den Markt so sehr, sehr interessant sein sollten, dass jetzt eben große Volatilitätssprünge aufgrund der Wirtschaftskennzahlen hier eben rauskommen. Da wäre am Dienstag zum Beispiel Bruttoinlandsprodukt oder harmonisierter Verbraucherpreisindex um 8 Uhr aus Deutschland oder auch aus der Eurozone Bruttoinlandsprodukt am Dienstag oder am Mittwoch dann hier der Einzelhandel oder die Einzelhandelsumsätze aus den USA um 14.30 Uhr beziehungsweise am Freitag dann hier auch nochmal Verbraucherpreisindex aus der Eurozone. Das sind natürlich Zahlen, die grundsätzlich nicht so unwichtig sind. Es kann natürlich auch immer sein, dass zu diesen Uhrzeiten etwas größere Volatilitätssprünge an den Märkten kommen. Somit sollte man auf jeden Fall immer kurz vor den Zahlen, gerade was so 14.30 Uhr Zahlen sind oder auch um 11 Uhr vormittags hier Eurozone oder in Deutschland, man sollte ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht nicht zwingend ein, zwei Minuten vorher hier zwingend einen Trade eingehen, aber sobald diese Zahlen vorbei sind, wenn hier eben nicht großartig irgendwie Bewegung kam, kann man einfach Business as usual weitermachen, also dann eben ganz klar weiter nach Charttechnik gehen und schauen, wo sind wichtige Widerstände und Unterstützungen. Also das nochmal ganz kurz dazu, ihr seht das hier in der Übersicht und könnt das natürlich auch selbst dann nochmal entsprechend auf diversen Webseiten euch natürlich anschauen. Starten wir mit dem DAX, starten wir mit dem Blick auf den DAX. Wie gewohnt auch, habe ich vergessen zu sagen, unten in der Videobeschreibung findet ihr entsprechend die Märkte nochmal aufgelistet und dahinter dann immer eine zeitliche Angabe. Also ich bespreche erst den DAX, dann den S&P, dann den Euro und dann das Gold. Und wenn ihr euch jetzt zum Beispiel nur die Analyse des Euro-US-Dollars anhören wollt oder nur des Goldes anhören wollt, dann schaut unten in der Videobeschreibung einfach, klickt hinter dem Euro-US-Dollar entsprechend auf die Zeitangabe und ihr landet im Video direkt dann an der Stelle, wo ich über den Euro spreche oder übers Gold spreche. Also ihr müsst euch nicht zwingend das ganze Video anschauen, wenn ihr zum Beispiel hier noch Forex-Händler seid und euch grundsätzlich zum Beispiel nur die Währungen interessieren. Aber wir starten hier wie gewohnt mit dem DAX im Tageschart und wir sehen erstmal diese graue Linie, das habe ich ja jetzt hier in jedem Markt immer drin, dass ich da erstmal grob den Überblick habe, auch hier zum zeigen, wo war denn jetzt hier der Start der Handelswoche. Und das war hier im Bereich um die Marke knapp oberhalb von 600 und das war ja auch die Marke, die in der vergangenen Handelswoche erstmal von meiner Seite sehr, sehr oft besprochen wurde. Auch der Bereich 12.580 spielte eine tragende Rolle. Die Bereiche 12.700 bzw. 12.740 auf der Oberseite spielten eine tragende Rolle. Also wir hatten hier erstmal grundlegend in der vergangenen Handelswoche, das sieht man auch auf dem Tageschart, es ging einen Tag hoch, es ging einen Tag runter, hoch, runter und erst am Freitag setzte hier diese starke Abwärtsbewegung ein, die ich auch immer wieder angesprochen habe in der
in der Handelswoche, in den entsprechenden Livestreams, wo ich dann auch von Mittwoch auf Donnerstag schon mal mit einem Trade drauf gesetzt habe. Dieser Trade dann mit einem kleinen Profit zwar rausgeflogen ist, aber der Kern war schon mal Mitte der Handelswoche, dass der Markt eventuell hier nach unten wegbricht. Warum? Es kam auch nochmal die Woche die Frage, der DAX ist doch eigentlich durch diese Abwärtsbewegung, Moment, ich nehme mal noch mein Zeichenwerkzeug dazu, der DAX ist doch eigentlich durch diese Abwärtsbewegung, die wir hier vorletzte Handelswoche hatten, ist doch eigentlich jetzt auf der Abwärtsseite angeschlagen. Ja, ist er charttechnisch theoretisch auch gewesen, aber wir schauen ja auch gleich auf den S&P. Die US-Märkte waren und sind nach wie vor enorm stark. Am Freitag hatten wir leichte Abgaben dann auch im S&P und im Dow Jones, aber Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag waren die US-Märkte stark, auch wenn Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im S&P mehr eine Seitwärtszone stattfand, aber auf extrem hohem Niveau. Und somit war hier meine Herangehensweise, solange der Markt oberhalb dieses 600er Bereiches bleibt, sollte man immer mal wieder auf der Long-Seite nachschauen und die Long-Seite auch handeln. Wir haben dann zwischendurch in dem oberen Bereich, weil wir gemerkt haben, okay, das ist eine Seitwärtszone, dann auch mal die Short-Seite gehandelt, aber grundsätzlich hatte ich gesagt, solange die US-Märkte stark bleiben, sollte hier auf der Aufwärtsseite auch immer wieder ein Auge drauf gehalten werden. Und erst zum Freitag gaben dann die US-Märkte auch ab, die kamen dann unter bestimmte wichtige Unterstützungsmarken. Das führte dazu, dass ich direkt früh um 8 Uhr, kurz nach 8 Uhr dann hier im DAX auf die Abwärtsseite geswitcht bin, einen wunderbaren Trade hier im Livestream auch teilweise gezeigt, eben auf der Abwärtsseite eingehen konnte und hier eben dann nochmal eine schöne Schippe an Performance am Freitag draufsetzen konnte. Also grundlegend sind wir natürlich jetzt hier charttechnisch erst abwärts, das hatten wir schon besprochen, dann hatten wir hier so eine Konsolidierungsphase, was die hauptsächliche vergangene Handelswoche war und dann kam hier der nächste Schub auf der Abwärtsseite und wir hatten dann zum Beispiel auch im Livestream am Nachmittag zur US Opening besprochen, dass der DAX hier, da er schon vormittags und am Mittag hier eben recht stark abgab, dass ich es denke, dass er eben, wenn er nochmal abgibt, was durchaus realistisch war, vielleicht dann noch das nächste Unterstützungsniveau um die Marke 12.376, 78, 80 hier angreift. Das hat er dann auch mit Bravour getan. Aber ein erneuter starker Rutsch auf der Abwärtsseite kam hier nicht. Und somit ist hier der Markt im Bereich um die Marke 12.400 erstmal zum Stehen gekommen. Jetzt ist es natürlich charttechnisch definitiv hier erstmal von meiner Seite abwärts tendierend. Auch die US-Märkte, wie gesagt, schaut euch dann auch gleich die S&P-Analyse an. Der Markt ist natürlich jetzt erstmal auf der Abwärtsseite angenockt und ich nehme mal hier die Pfeile erstmal wieder raus und zeichne jetzt mal für mich wichtige Bereiche für die kommende Handelswoche ein, die mit denen wir oder mit dem Bereich wir dann definitiv auch in der kommenden Handelswoche arbeiten werden. Also zum einen ist das hier der Bereich um die Marke 500, beziehungsweise kann man hier auch sagen, okay, 500 bis 550. Das ist so ein Widerstandsniveau, was jetzt aus der Vergangenheit teilweise Unterstützung bot, aber auch schon vorher immer mal als Widerstand, immer im Raum stand. Und solange der Markt jetzt hier unterhalb dieses Bereiches bleibt, gerade dann auch Montag, Dienstag, wie gesagt, immer nach wie vor schauen auf die US-Märkte, ist es hier eben denkbar, dass der Markt weitere Tiefs ausbaut. Wobei ich sagen muss, das ist allerdings mehr so ein bisschen das Gefühl, weniger begründet jetzt hier extrem durch die Charttechnik. Aber wir haben hier in diesem Bereich um die Marke 378, 376. Das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Bereich, mit dem wir in der Vergangenheit auch sehr, sehr oft gearbeitet haben. Und wer hier regelmäßig in den Livestreams mit dabei ist, was ich euch nur ans Herz legen kann, wer eben gerade in den DAX, den Euro, US-Dollar, S&P handelt, ich denke, da kann man immer eine ganze Menge rausziehen. Schaut mal, wir haben in diesem Bereich um die Marke von 12.300, wir nennen es mal 80, ja, um es einfach zu machen. Wir hatten in diesem Bereich diverse Male schon eben Reaktionen des Marktes. Das war in diesen Bereichen so, das war hier so, also hier vorne schon mal definitiv und dann hatten wir hier auch schon mal so eine Schiebezone, wo der Markt lange, lange gebraucht hat, um nachhaltig über diesen Bereich auszubrechen. Dann hatten wir hier nochmals den Test und sind jetzt erneut in diesem Bereich drin. Also es ist jetzt durchaus denkbar, dass dieser Bereich erneut als Unterstützungsbereich dienlich ist, was dazu führen kann, dass der Markt, Moment, wo ist mein Pfeil? Hier. Dass der Markt eben hier erstmal doch nochmal so ein Stückchen weiter, Moment, das sollte ein Pfeil werden, sich so ein Stückchen weiter erholt. Das könnte durchaus der komplette Montag sein, dass hier erstmal wieder leichte Long-Tendenzen. 450 war Unterstützung, ist jetzt Widerstand, dass er sich in diesem Bereich zurückerholt oder eben in diesen wichtigen Widerstandsbereich 500 bzw. 550. Das ist dann eben, dann wäre für dieses Unterstützungsniveau eigentlich die Arbeit getan.
Wenn der Markt hier drüber geht, das besprechen wir gleich dann nochmal, dann müssen wir natürlich schon wieder anders denken, aber solange der Markt hier drunter bleibt, wäre das hier auf jeden Fall immer erstmal eine Überlegung, die Abwärtsseite zu handeln. Natürlich auch an dem 450er-Bereich könnte man das auch schon versuchen. Das sind dann alles immer so wichtige Bereiche, wo man die Abwärtsseite handelt. Und ich warte ja immer ganz gerne, dass der Markt sich eben so ein bisschen erholt, um dann eben die angedachte Kernrichtung zu handeln. Und somit wären das hier definitiv interessante Setups, die wir dann im Livestream entsprechend etwas verfeinern werden und so ein bisschen detaillierter eingehen und eben schauen, okay, jetzt kann man hier reingehen oder auch nicht, oder ich warte vielleicht doch nochmal auf ein paar Pünktchen mehr oder weniger. Das ist natürlich dann entsprechend das Feintuning. Aber das ist jetzt, wie gesagt, die große Bewegung. Der nächste Schritt wäre der Schritt unter die 380 nach unten, und dann kommt ja das nächste Unterstützungsniveau, was eingezeichnet ist um die Marke von 300 bzw. knapp darunter. Das kann natürlich auch eintreten. Hier müsste man allerdings auch schon wieder wissen, wo kommt der Markt am Montag rein. Es kann durchaus sein, dass die Asiaten erneut schwach sind. Also das sind ja immer, die Asiaten ist ja der Markt, der im Prinzip als allererstes mit der Kernsession eröffnet, die Handelswoche eröffnet, und dann kommen wir ja hier als Europäer und dann kommen erst die Amerikaner rein. Und wenn jetzt die Asiaten zum Beispiel in der Nacht, wo wir im Prinzip noch montags schlafen, wenn die schon wieder Schwäche zeigen, was sie am Freitag zum Beispiel auch getan haben, das war ein wunderbarer Indikator hier auch nochmal zusätzlich für diese Abwärtsbewegung des DAXes oder auch des S&Ps. Wenn die schwach reinkommen, wir sozusagen einen Eröffnungskurs dann unterhalb dieser Unterstützung haben, dann kann das natürlich ähnlich wie am Freitag relativ zügig in die nächsten Unterstützungsniveaus gehen. Ich würde allerdings nicht für den Montag davon ausgehen, vorsichtig gesagt, dass hier erneut so eine große Kerze, so eine große, in dem Fall schwarze Kerze oder auch rote Kerze in manchen Chartdarstellungen nach unten stattfindet und wir sofort hier das nächste Unterstützungsniveau in etwa 12.130 angreifen. Das sehe ich erstmal nicht für den Montag als so realistisch. Also ich würde hier erstmal mit dem Unterstützungsbereich 300 arbeiten von der Abwärtsseite für die komplette Handelswoche. Wenn der Markt weiter abwärts ist, wenn die US-Märkte, auch zum Beispiel der S&P in Richtung 2800 nochmal läuft, dann ist das hier definitiv denkbar. Man darf auch nicht vergessen, der DAX ist im Verhältnis zu den US-Märkten sowieso sehr, sehr schwach. Also wir haben hier wirklich im Verhältnis einen sehr, sehr schwachen DAX. Der S&P, der rangiert ja schon auf viel, viel höherem Niveau. Der S&P ist schon kurz vor den Allzeithochs. Was bedeutet, der DAX ist ein schwacher Markt und der S&P ist quasi ein starker Markt. Und somit ist es hier durchaus denkbar, wenn der S&P weiter so ein bisschen schwächelt, dass der DAX das so ein bisschen auf der Unterseite übertreibt. Somit ist hier natürlich durchaus denkbar, dass der Markt im Laufe der Handelswoche hier an die 1,30 läuft. Ich möchte mich jetzt gar nicht für Kurse weiter darunter im Prinzip oder da gar keine Worte zu lassen, denn wir müssen hier unten sowieso neu entscheiden. Also wenn der hier vielleicht sogar relativ schnell Schwäche zeigt, was ich erstmal nicht erwarte, aber wenn es kommt, dann müssen wir sowieso schauen, wie geht der Markt hier mit diesen Tiefs, was ist das hier Mitte Juni in etwa um, was macht der Markt mit diesem Bereich, denn dann sind wir übergeordnet, auch ganz klar hier erneut in einem Abwärtsmodus drin, Moment, das sollte jetzt wieder ein Pfeil werden, und dann müssen wir das ganze Bild hier sowieso neu einordnen, das kann, muss nicht, aber das kann durchaus sein, dass sich dann eine etwas größere Abwärtsbewegung auch im übergeordneten Bild hier zeigt und sich im Prinzip aufbaut. Und dann müssen wir einfach mal schauen, auch für die nächsten Wochen und Monate, ob sich hier eventuell die Aufwärtsseite, die wir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten doch des Öfteren hatten, ob sich hier der Kernvorteil vielleicht doch auf der Abwärtsseite dann entsprechend zeigt. Also grundsätzlich wissen wir jetzt erstmal die Bereiche für die Short-Überlegung unterhalb von 500-550 entsprechend. Eine leichte Erholung werden interessant für Verkäufe oder eben auch ein schwacher Eröffnungskurs wäre denkbar, dass wir gleich nach unten laufen. Wenn wir dann erneut wieder über 380 rutschen, dann könnte so ein bisschen mehr Erholung hier denkbar sein. Aber die Long-Seite ist natürlich nach wie vor interessant, denn wie gesagt, die US-Märkte sind stark und wenn die wieder etwas stärker ansteigen, dann sollte sich wenigstens im Kern der DAX auch nicht wehren können. Was bedeutet, wenn die US-Märkte grün sind? Und teilweise waren sie extrem stark grün in der vergangenen Handelswoche, dann kann sich der DAX in der Regel nicht dagegen sträuben. Das führt zwar immer wieder zu Abgaben im DAX, aber diese nennenswerte Abgabe, die kam auch erst, wenn die US-Märkte oder wo die US-Märkte Schwäche zeigten. Ja, und sollte der US-Markt wieder stark sein, dann ist es zum einen natürlich denkbar, dass wir hier über die 550 wieder steigen, in Richtung 600 laufen und sobald wir 580 bzw. 600 nach oben überschreiten, dann sind wir erneut hier oben in dieser Schiebezone drin, die wir vergangene Woche mehrmals hin und her abgehandelt haben, dann gelten ähnliche Setups der vergangenen Handelswoche und erst wenn der 500
Quatsch, der 680, 700, 740er Bereich nach oben durchstoßen wird, und das sind dann quasi auch die Vorwochenhochs hier an diesem Widerstandsniveau, dann wird das übergeordnete Bild oder generell wird dann alles wieder noch mehr sauberer für die Aufwärtsseite. Also ich würde hier unten dann erstmal schon mal vorsichtig wieder auf Long handeln. In dieser Schiebezone ist dann schon wieder beides möglich. Und wenn der Markt hier drüber geht, dann wird es wahrscheinlich erstmal wieder primär die Aufwärtsseite sein. Aber ich denke, dass wir diesen Weg nach oben, selbst wenn er ein bisschen stärker ist, der DAX erstmal höchstwahrscheinlich nicht in dieser Art und Weise hier eben vollziehen können. Und das besprechen wir natürlich dann auch in den täglichen Livestreams. Das ist ja erstmal nur das grobe Bild, die grobe Überlegung, die auch grob recht oft eben nicht so schlecht ist. Aber ich weiß natürlich auch nicht, was der Markt nächste Woche macht. Aber ich muss mir natürlich erstmal grobe Bereiche raussuchen und hier dann eben auch schauen, was könnte passieren, wo könnte eventuell stärkere Bewegung aufkommen, wo im Prinzip eben dann eben vielleicht nicht ganz so starke Bewegung. Okay, das soll es zum DAX gewesen sein, erstmal hier. Wir schauen auf den S&P, über den wir ja schon in den letzten Minuten des Öfteren gesprochen haben. Und wir sehen hier wieder auf dem Tageschart erstmal diese enorme Stärke des S&Ps. Wenn man sich jetzt den Dow Jones nochmal anschaut, dann ist der nicht ganz so stark. Und ich messe das ja jetzt hier aktuell an den Allzeithochs des S&Ps. Beziehungsweise kann man sich dann auch den Punkt suchen, wo das Allzeithoch im DAX ist. Das ist das Allzeithoch hier im S&P. Und wir hatten jetzt in der vergangenen Handelswoche hier den Test des Bereiches 2860. Wir haben die Allzeithochs ganz grob gesagt im 2880er Bereich. Hier in der CFD-Indikation ist das etwas tiefer. Das ist im Future dann teilweise schon wieder ein bisschen anders. Also wir gehen hier grob von der 2880 aus. Hatten dann eben auch zum Anfang der Woche erstmal Stärke. Dann hatten wir drei Tage hier so leichte Seitwärtstendenzen und wir sehen dann auch zum Freitag, also die letzte kleine Kerze hier, diese kleine schwarze Kerze, die hat dann hier eben Schwäche gezeigt im S&P und der ist exakt auf die 2825 hier aufgelaufen. Das war eines der wichtigen Unterstützungsniveaus hier aus der Aufwärtsseite, was jetzt eben natürlich als Unterstützung dann, also Widerstand auf der Aufwärtsseite, was jetzt als Unterstützung für die Abwärtsseite gilt, und hat dann von dort eigentlich schon wieder Stärke gezeigt, was der DAX schon wieder gar nicht in diesem Maße umgesetzt hat. Wir haben ja im DAX am Freitag ja in der Nähe der Bewegungstiefs geschlossen, ich glaube so 30, 35 Punkte höher, also wirklich auf sehr, sehr tiefem Niveau, und der S&P hat schon fast die Hälfte der Abwärtsbewegung, die er am Freitag hier vollzogen hat, fast schon wieder zurückerobert. Also das Tief war im 25er Bereich und wir haben im 2836er Bereich einen Schlusskurs gefunden. Also das ist schon wieder ein leichtes Zeichen von Stärke und ich definitiv ist es hier weiterhin denkbar und auch charttechnisch ist hier nichts, was erstmal aktuell gegen diese Aufwärtsseite spricht und auch die Weiterführung der Aufwärtsseite spricht. Selbst dieser Rücksetzer, der charttechnisch also wirklich völlig normal ist, und das hatten wir in den letzten Wochen immer schon mal wieder besprochen, auch selbst in dieser Abwärtsphase hier sind wir zwar zwischenzeitlich dann auch auf der Abwärtsseite unterwegs gewesen, aber grundsätzlich war selbst hier der Gedanke gar nicht so, dass jetzt hier alles extrem auf Rot dreht, sondern selbst diese etwas stärkere Konsolidierung, hier hatten wir schon mal eine, hier am Anfang auch schon mal eine, hier zwischendurch immer mal so ein paar kleine Konsolidierungen, ganz normal in der Aufwärtsphase, und wir sind jetzt hier eben auch aktuell nur in so einer leichten Konsolidierung drin, die sich allerdings, wie ich eben schon sagte, durchaus, wenn wir hier sehen, wir haben ja auch schon mal zwischenzeitlich so ein bisschen stärkere Konsolidierungen gehabt, durchaus ist es hier denkbar, dass der S&P auch den 2,8er-Bereich auf der Abwärtsseite nochmal testet. Ich möchte es eigentlich aktuell gar nicht so sehen. Ja, ich würde eigentlich viel lieber trendfolgend weiter hier den S&P auf der Aufwärtsseite handeln wollen. Sollten wir allerdings am Montag dann schon wieder Schwäche zeigen, auch hier in Richtung 25 schon wieder laufen, dann ist es wie gesagt denkbar, dass 2,8 angegriffen wird, würde für den DAX im Schlussendlich bedeuten, dass wir diese Abwärts-Setups dann auch erstmal weiter nach unten fortsetzen. Und dann müssen wir im 2800er Bereich, das ist extrem wichtig, schaut mal, das ist hier auch ein Chart-technisch, wir sind ja auf einem Tageschart aktuell weiterhin noch, ja, das ist hier in der Vergangenheit auch wirklich ein sehr markanter Punkt gewesen, ein sehr markanter Hochpunkt, nachdem der Markt sehr, sehr stark erstmal abgab, sich dann in diese Richtung wieder fortarbeitete, dann rüberarbeitete. Dann war das auch hier einige Zeit so eine Schiebezone und wir hatten dann eben darunter auch nochmal den nächsten sehr, sehr wichtigen Bereich um die Marke knapp unter 2800. Also dieser Bereich sollte hier eben schon wirklich wichtig sein, ein Rücksetzer in diesem Bereich weiterhin denkbar, und selbst aus diesem Bereich ist es dann weiterhin möglich, dass wir in Richtung, Moment, das sollte jetzt ein Fall werden, dass wir in Richtung der Allzeithochs laufen. Was bedeutet das jetzt für den S&P bzw. für den Handel der US-Märkte? Wir gehen mal auf den 4-Stunden-Chart.
sehen uns das jetzt an. Wir sehen auf dem 4-Stunden-Chart schon hier eben erstmal die Abwärtsreise am Freitag und dann diese blaue Kerze, wo es schon wieder nach oben geht. Sollten wir jetzt hier im S&P wieder Schwäche sehen und hier erstmal auch in der Vormittagssession, wo ich den S&P ja grundsätzlich auch den Dow Jones eher weniger handle, sollte der Markt sich schon wieder hier runter in diesen 2825er Bereich arbeiten, dann wäre es auch für die US-Märkte natürlich denkbar, dass diese leichte Erholung, die jetzt hier eben stattgefunden hat, einfach nur in der Konsolidierungsphase eine leichte Erholung dann auch war, der Markt dann hier wieder runterläuft und dann natürlich auch definitiv ein Potenzial hätte, hier durchzurutschen. Wir haben zwar allerdings hier zwischendurch, das darf man nicht vergessen, hier kommen noch so diverse Unterstützungsniveaus, bevor der Markt an die 2,8 läuft. Also so der richtig schöne, saubere Rutsch wird es wahrscheinlich nicht werden, aber es ist durchaus denkbar, dass wir uns in Richtung dieser entsprechenden Unterstützung vorarbeiten und der Markt durchaus, das ist dann höchstwahrscheinlich nicht eine Bewegung zwingend für einen Tag, sondern das könnte sich auch innerhalb von 2-3 Tagen oder sogar in der kompletten Handelswoche hier abspielen. Und wenn wir uns hier unten aufhalten, dann ist erstmal auch die Möglichkeit, immer mal wieder die Abwärtsseite zu handeln, denkbar. Solange wir oberhalb von 2825 bleiben, würde ich die Aufwärtsseite handeln. Also da würde ich dann primär zumindest die Aufwärtsseite handeln. Ihr kennt das, dass ich natürlich auch auf höherem Niveau, so wie wir es am Freitag gemacht haben, dann auch mal shorte, auch die Abwärtsseite handle. Aber mit dem Hintergedanken, dass ich immer für mich zurechtlege, was ist prozyklisch und was ist antizyklisch. Also was ist mit dem Kerntrend? Der Kerntrend aktuell, hier aktuell, aufwärts. Und wenn ich kaufe, ist es prozyklisch, wo ich immer davon ausgehe, dass eben der Markt eben etwas weitere Ziele erreichen kann, neue Bewegungshochs machen kann, wo ich in der Regel nicht mit Take-Profits arbeite. Und wenn ich eben antizyklisch handle, auf der Abwärtsseite handle, auf hohem Niveau, dann eben teilweise mit etwas defensiveren Zielen arbeite, mit Take-Profits arbeite, einfach mit dem Gedanken, dass der Markt schnell auch wieder in Kernrichtung drehen kann und somit hier eben vom Trade-Management einfach anders arbeite. Aber grundsätzlich, wie gesagt, oberhalb der 2825 würde ich jetzt hier weiterhin die Aufwärtsseite handeln. Mit dem Ziel erstmal, wir haben hier oben in der 62 ist das in etwa, einen extremen Deckel drauf. Das war wirklich sehr, sehr merklich in der vergangenen Handelswoche. Das ist auch ein Punkt, ein Bereich, den ich mir definitiv merke für die vergangene Handelswoche. Wir hatten hier diese Wochenhochs, die wurden mehrfach getestet, fast punktgenau. Und dieser Bereich ist jetzt natürlich aktuell für all diejenigen, die jetzt hier short sind, die vielleicht auch darauf setzen, dass der S&P eine etwas stärkere Bewegung auf der Abwärtsseite macht, dann ist dieser gelbe Bereich zum einen ein Punkt, wo sehr, sehr viele Leute höchstwahrscheinlich ihren Stop haben. Zum anderen ein Punkt für diejenigen, die eben weiter auf der Aufwärtsseite handeln wollen, ist es ein Punkt, wo viele dann auch zum Beispiel Breakout-Trades handeln. Also definitiv ein Bereich, wo Action in den Markt reinkommen könnte. Ja, Käufer durch Breakouts, Käufer durch die Ausführung von Stops. Und wenn der Markt dahin kommt, dann ist es durchaus denkbar, dass er so ein bisschen schneller Bewegung nach oben zeigt und der Markt dann eben weiter nach oben abgehen kann. Also oberhalb von 2825 erstmal grundsätzlich die Aufwärtsseite und unterhalb hier wie eingezeichnet erstmal allerdings noch antizyklisch hier weiter vorsichtig die Abwärtsseite in Richtung 2800 und dann müssen wir mal schauen, wie der Markt sich verhält, wie der Kontext aussieht zwischen allen Märkten, ob dann hier weiter die Abwärtsseite denkbar ist oder sogar dann ab dem 2800er Bereich, dass die Levels entsprechend für Long und Short sich so ein bisschen verschieben und dann gegebenenfalls hier vielleicht dann, wenn der Markt in die 2,8 gelaufen ist und der Markt sich dann wieder vorsichtig über dieses Unterstützungsniveau, was ist das hier, 2,87 oder sowas, rüber bewegt, dass wir dann hier unten schon wieder ein bisschen aggressiver auf der Long-Seite werden. Das jetzt erstmal der Kerngedanke hier zum S&P und zum DAX. Wir switchen auf die Währungen über, wir switchen auf den Euro-US-Dollar, der mir persönlich zumindest in der vergangenen Handelswoche dann einen schönen Gefallen getan hat, da er auch in der vergangenen Handelswoche in der Trading-Wochenanalyse besprochen mein Setup eigentlich in Bravour ausgeführt hat, leider leicht zu spät, was dazu führte, dass ich etwas aggressiver mit meinem Stop-Management am Freitag geworden bin, somit den Markt nicht bis zu den schönen Bewegungstiefs hier gehandelt habe, sondern zwischenzeitlich dann hier etwas aggressiver mit meinem Stop-Management wurde und dann in der Abwärtsbewegung hier allerdings mit einem schönen Profit rausgegangen bin. Ja, die Begründungen kamen alle in dem Livestream, die will ich jetzt hier gar nicht großartig besprechen. Aber ich will jetzt hier nochmal ganz grob zeigen, zum einen erstmal hier im Tageschart, bevor wir das ganze Bild ein bisschen zusammenschieben. Ganz wichtig jetzt zu beachten für die kommenden Tage, Wochen,
fast Monate. Wenn der Markt sich erstmal grundsätzlich unterhalb von dieser 5,30, das ist für die vergangene Handelswoche erstmal wichtig, dass ja dieses Ausbruchsniveau eben auffällt, dann ist natürlich weiterhin die Abwärtsseite denkbar. Aber schaut mal in dieser Vergangenheit hier, wie oft der Markt in dieser Schiebezone, die jetzt hier kommt, ja, die der Markt jetzt im Prinzip anfängt anzugreifen. Wie oft der Markt in diesem Bereich schon drin war, wie oft der Markt dort sehr, sehr shoppy teilweise war, also sehr, sehr oft hin und her pendelte. Und all dieses Hin und Her pendeln führt, wer jetzt zum Beispiel auch mit einem Volumen-Profile arbeitet, dieser Bereich, oft sind hier solche Bewegungen hier, die schnell vonstatten gehen, Moment, ich will einen Strich haben, die Bewegungen, die hier schnell vonstatten gehen, haben zwar irgendwo auch so ein Volumen, ja, auch hier haben wir bedingt durch diese Schiebezone wahrscheinlich so ein bisschen so ein Spike, dann haben wir hier unten in dieser Schiebezone, dann wird es erstmal höchstwahrscheinlich wieder so ein bisschen zack, so, und dann geht es hier wieder so ein bisschen hoch und dann geht es wieder ein bisschen flach und dann kommen wir hier eigentlich auf so ein Volumen-Profile Peak, ja, wie auch immer man das nennen möchte, aber grundsätzlich ist es hier unten durch diese Schiebezone, ist es so, dass hier natürlich sehr, sehr viel Handel stattgefunden hat und sehr, sehr viel Unterstützung, dieser Bereich sehr, sehr große Unterstützung bieten sollte. Was grundsätzlich erstmal dazu führt, um hier den Tageschart und die Analyse auf dem Tageschart abzuschließen. Ich gehe nicht davon aus, dass der Euro-US-Dollar jetzt hier weiter wie ein Stein fällt. Ja, weil einfach durch diese ganze Kuddelmuddel hier in der Vergangenheit, ich meine, das ist teilweise 3-4 Jahre her oder 2-3 Jahre her, aber nichtsdestotrotz sind das einfach wichtige Bereiche, die hier in der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt haben. Wir können scharfe Handelstage auf der Abwärtsseite haben, aber schaut mal, diese Abwärtsbewegung hier, die war sehr, sehr sauber. Ja, wir hatten zwar hier in diesem Bereich schon mal ein bisschen Volumen-Spike, aber hier schaut mal, so ungefähr sollte das Volumen-Profil aussehen. Wir hatten hier in diesem Bereich nicht ganz so viel Volumen-Ausprägungen ja, in dieser vertikalen Ebene. Somit ist hier diese Abwärtsbewegung auch bedingt durch die etwas schärfere Aufwärtsbewegung, die war hier ein bisschen klarer. Hier unten sollte das jetzt so ein bisschen mehr Shoppy zustande kommen, also bedeutet, dass so eine Abwärtsbewegung eben nicht ganz sauber höchstwahrscheinlich abläuft, ja, nicht ganz so schön sauber, sondern dass solche Gegenbewegungen teilweise vielleicht mal so ein bisschen schärfer nach oben sind. Ja, das ist erstmal nur grundlegend hier zum Euro-US-Dollar. Das ist ja jetzt nicht nur für die nächsten 5 Tage, sondern das ist auch erstmal wahrscheinlich mein Grundgedanke dann für die nächsten Wochen und Monate. Wir gehen mal auf den 4-Stunden-Chart, sehen hier natürlich wunderbar diese Bewegung, die am Freitag stattgefunden hat, beziehungsweise eigentlich ja am Donnerstag schon startete. Ich bin hier am Dienstag, glaube ich, wir hatten am Montag im Devisenradar die Überlegung vorgestellt. Ich hatte die Überlegung auch schon am Wochenende hier in der Trading-Wochenanalyse vorgestellt, dass der Gedanke eben war, dass der Euro-US-Dollar hier grundlegend hier oben schon mal eine Seitwärtsphase hatte, hier unten jetzt eine Seitwärtsphase hatte. Also zwei ähnliche Szenarien mit einer sich zusammenziehenden Schwankungsamplitude. Am Anfang eben immer noch so ein bisschen volatil zwischen den Grenzen und dann wurde hier oben schon die Schwankungsamplitude grundsätzlich kleiner. Und das ähnliche Bild, ein ähnliches Bild zeigte sich hier unten, das hatten wir in dieser Art und Weise besprochen, kleinere Schwankungsamplitude. Und jetzt kam oder war der Gedanke, dass hier oben jetzt dann eben eine größere Abwärtsbewegung einsetzte und dass diese dann jetzt auch wieder stattfindet. So, das war der Kerngedanke, den wir dann eben auch recht gut umsetzen konnten in dieser Seitwärtsphase. Ich es dann auch schon zweimal versucht hatte, dass eben dieser Rutsch nach unten stattfindet. Das hat zweifach nicht funktioniert, einmal mit einem kleinen Gewinn, einmal mit einem kleinen Verlust. Also hier aus dieser Überlegung erstmal ein Mini-Verlust entstanden und dann kam ja eben diese schöne Abwärtsbewegung am Dienstag eingegangen, war zwischenzeitlich erstmal kurzzeitig im Minus und dann kam aber am Donnerstag hier entsprechend die Reise nach unten und das dann sogar mit Volatilität. Was natürlich jetzt für die kommende Handelswoche erstmal weiterhin dafür spricht, dass der Markt gegebenenfalls Markt neue Bewegungstiefs ausbaut. Wir sind hier sehr, sehr schön in einer Abwärtsbewegung drin und wenn wir das jetzt mal weiter spinnen, dann wäre natürlich am Montag oder auch Dienstag erstmal hier so ein bisschen schneller die Reise nach unten denkbar. 1.1330 steht hier so als nächstes Unterstützungsniveau im Raum. Das kann auch direkt weitergehen, würde für mich bedeuten, dass es wahrscheinlich relativ schwierig wird, hier erstmal nochmal einzusteigen. Für mich wäre es interessant, zum einen der Bereich um die Marke 14.30, das war hier so das alte Unterstützungsniveau, also das so leichte Erholungen in den 40.30er Bereich. Moment, ich ziehe das nochmal ein Stück zusammen. Das ist jetzt hier so ein bisschen groß und da kann man das so schlecht einzeichnen. Zack, und wir ziehen das nochmal so ein bisschen zusammen. Also wie gesagt, der Rutsch hier direkt drunter, wir haben jetzt den 14, nee, wartet mal, da muss ich sogar nochmal ein bisschen ab,
switchen. Wir haben den 14,30er-Bereich in der Erholung ja schon erreicht und dann am Freitag sogar nochmal wieder leicht abgegeben. Also hier kann es durchaus sein, dass wir direkt am Montag erstmal weiter nach unten rutschen. Entweder mit Breakout-Trades, muss ich mir vielleicht sogar mal überlegen. Das werde ich mir Montag dann im Livestream, können wir das am DAX Long oder Short oder dann eben auch vielleicht am Nachmittag in der US Opening Bell besprechen, ob jetzt hier vielleicht am Montag sogar mal aggressivere Short-Ideen denkbar wären. Opening Range Breakout zum Beispiel oder sowas, wo man wirklich auf Breakouts auf der Abwärtsseite handelt, mit dem Gedanken, dass der Markt sich vielleicht hier, das würde ich wahrscheinlich sogar versuchen. Ansonsten hat jetzt eigentlich diese Minimum-Erholung in den Bereich 14,30 schon stattgefunden. Somit ist es denkbar, wenn der Markt, und das wäre jetzt eher erstmal kurzfristig gesehen, für Montag, Dienstag oder vielleicht für den Beginn der Handelswoche, alles unter 14,30 weiterhin abwärts. Wie gesagt, sogar vielleicht auch mit aggressiveren Ideen, Opening Range Breakout oder generell Breakout-Ideen oder ähnlichem. Sollte das Ding allerdings nicht halten, sollte der Markt Richtung 14,30 gehen und darüber, dann wäre es durchaus denkbar, dass der Bereich nicht zwingend exakt, da wäre ich auch so ein bisschen vorsichtig, dort eben davon auszugehen, aber dass hier der Bereich um die Marke, dieser Ausbruchsbereich 15,30, vielleicht 15, ja, dass dieser nochmal angelaufen wird. Also dass sich hier eben nochmal leichte Tendenzen auf der Aufwärtsseite zeigen. Ja, die würde ich nicht unbedingt handeln wollen, zugegebenermaßen, weil das jetzt im Prinzip die Gegenbewegung zu dieser Hauptbewegung ist, sondern ich würde dann versuchen, in diesem Bereich 15 bis 15,30 auf Abwärts-Setup, auf Short-Setups im Prinzip zu schauen, zu gucken, um dann hier erneut in Trendrichtung die Abwärtsseite handeln zu wollen. Das wäre jetzt erstmal die Kernüberlegung für die kommende Handelswoche. Je nachdem, ob der schon vorher hier die Unterstützung angelaufen hat, wenn er das getan hat, dann wäre eben auch in diesem Zuge schon das nächste Unterstützungsniveau als Ziel denkbar. Wenn der Markt das vorher nicht tut und relativ zügig hier diese Erholung erstmal zeigt, dann wäre erstmal das Ziel in etwa 13,30. Das jetzt hier eben, wie gesagt, kernmäßig die Abwärtsseite mit dem Gedanken, dass der Markt eben ja hier charttechnisch auf der Abwärtsseite angenockt ist. Sollten wir hier rüberlaufen, dann wird es erstmal wieder so ein bisschen schwieriger. Schieben wir nochmal so ein bisschen zusammen das Bild. Moment. Ja, wenn wir jetzt hier wieder in diese Schiebezone reinlaufen, wie gesagt, wir hatten dieses Widerstandsniveau, das ist sehr, sehr scharf und das sollte auch grundlegend halten. Ja, wir hatten hier mehrfach den Test, wir hatten hier nochmal Anfang der Woche den Test und dann erst den Durchbruch. Ja, also das sollte eigentlich halten. Ja, nicht auf den Punkt, aber diese Zone sollte halten. Wenn der Markt hier drüber geht, dann ist es auch schnell denkbar, dass wir nochmal hier den Bereich 16,20 anlaufen. Dann wäre es auch hier erneut der Gedanke, wenn der Markt eben doch so ein bisschen Stärke zeigt, dass man hier nochmal vorsichtig die Abwärtsseite versucht. Allerdings danach, alles was über 16,30 ist, wird von meiner Seite erstmal schon wieder nicht großartig beachtet. Warum nicht? Weil dann sind wir hier in dieser kleinen, engen Range wieder drin, die sich eben hier in den vergangenen Wochen sehr, sehr oft und sehr, sehr unschön zeigte. In dem Bereich, wo ich dann auch meine Trades eingegangen bin, wo ich eben unterm Strich kein Geld verdient habe. Und wie möchte man hier, wenn man nicht extrem durch die Gegend scalpt, was meiner Meinung nach eben nicht wirklich eine vernünftige, nachhaltige Herangehensweise ist, wenn man hier in diesem Bereich schnelle Richtungswechsel unterwegs ist, ja, dann ist es teilweise sehr, sehr schwierig, hier große Bewegungen hinzu oder große Bewegungen mitzunehmen. Hinzu kommt, dass der Euro-US-Dollar aktuell eine verhältnismäßig geringe Tagesschwankung hat, die es zwar mit der Freitagsbewegung etwas nach oben ging, aber wir hatten, glaube ich, 55 Pips am Tag, durchschnittliche Tagesschwankung oder 60. Das wird sich durch Freitag jetzt wieder so ein bisschen nach oben erholt haben, aber ich denke mal, mehr großartig mehr als 70 werden wir ja durchschnittlich trotzdem nicht sein. Und wenn ich dann auch noch weiß, ich habe eine Seitwärtszone in einem Markt, der sich am Tag kaum bewegt, dann ist das eigentlich für mich kein Terrain, wo ich aggressiv und viel handeln möchte. Was bedeutet, wenn der Markt hier wieder in den Bereich zurückrutscht, heißt das für mich Finger weg, abwarten, wir werden das neu analysieren in den entsprechenden Livestreams, aber hier oben ist erstmal nichts. Also grundlegend abschließend weiterhin die Short-Seite entsprechend besprochen. Wenn wir hier rübergehen über 16,30, dann erstmal wieder Vorsicht geboten. Schauen wir abschließend aufs Gold. Gold ja der Markt, den ich einmal versucht habe in der vergangenen Handelswoche. Ich habe es hier auf der Abwärtsseite versucht. Der Gedanke war ja, das Gold, das besteht auch nach wie vor, oder der Gedanke besteht auch nach wie vor, dass Gold zum einen den 1200er-Bereich anläuft, beziehungsweise es durchaus realistisch ist, dass Gold erstmal in Richtung 95, 94 runterläuft, hier in der CFD-Indikation. Das ist das nächste Unterstützungsniveau, was sich charttechnisch hier bietet.
was durchaus realistisch erreichbar wäre als nächster Schritt auf der Abwärtsseite. Und solange wir hier nicht nennenswert weiter steigen, und aktuell ist diese Bewegung, wir schauen uns das jetzt gleich auf kleinerer Zeitebene an, hier unten sehr, sehr nervig. Das ist ähnlich wie im Euro-US-Dollar eben beschrieben. Das ist so eine nervige Seitwärtszone. In diesen Zonen will ich eigentlich immer sehr, sehr wenig, wenn dann überhaupt nur handeln. Wir haben ja grundsätzlich eigentlich einen sehr schönen Abwärtstrend. Der Markt geht abwärts grundsätzlich. Da gibt es, denke ich, nichts zu diskutieren. Wir haben immer mal schöne Erholungen mit drin, die dann eben dazu führten, dass der Markt weiter auf der Abwärtsseite pushte. Dann wieder Erholung und wieder nach unten, Erholung und wieder nach unten. So, und jetzt sitzen wir hier unten seit 2 Wochen oder 3 Wochen, müssen wir gleich nochmal schauen, in so einer Schiebezone, immer unterhalb von 1216. Unten haben wir noch nicht mal den 1200er Bereich großartig angegriffen. Also wir haben hier eine sehr, sehr, sehr geringe Schwankungsamplitude im Gold. Und wenn man überlegt, dass vorher wir teilweise Tage hatten, an denen sich das Gold um die 20, 30 Dollar manchmal bewegt hat. Und wir bewegen uns jetzt in den letzten 2, 3 Wochen nur in einer Amplitude von 20 Dollar. Ja, dann ist das einfach blöd. Ja, um es wirklich so zu sagen, dann ist das halt wirklich kein Markt, wo man auch im Daytrading oder eben gerade im Swingtrading nennenswert Geld verdienen kann. Weil einfach die Schwankung nicht da ist, die Bewegung nicht da ist. Nichtsdestotrotz bleibt mein Abwärtssetup erstmal bestehen aufgrund des übergeordneten Bildes, und wir schieben das jetzt auch mal so ein bisschen zusammen. Wir sehen hier unten diese ewige Schiebezone, vorher eigentlich auch auf etwas höherem Niveau, und dann jetzt hier seit 2 Wochen fast eben die Bewegung hier unterhalb von 1216, immer mal wieder kurz drüber, aber wieder nach unten, und haben hier unten, wie gesagt, den 1205er Bereich auch nicht nennenswert unterschritten. Somit bleibt es jetzt erstmal, dass man diesen Schiebezonenbereich, beziehungsweise muss man hier eigentlich zwei Schiebezonen betrachten. Zum einen ist es hier diese Schiebezone im Prinzip so obere Grenze 30, 12,30, untere Grenze 12,16, und dann schließt sich hier unten nochmal so eine etwas kleinere Schiebezone mit der oberen Grenze 12,16 oder 12,16,50 und mit der unteren Grenze in etwa 12,05 an. Ja, also wirklich Zonen, die eben nicht so viel Spaß machen. Das große übergeordnete Bild könnte durchaus, weil da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, es kann sein, dass sich jetzt ganz längerfristig gesehen hier so ein Tal bildet und der Markt dann doch den Bereich 1200 vielleicht als längerfristigen Umkehrpunkt sieht und der Markt dann übergeordnet vielleicht auch längerfristig mal wieder nach oben wandert. Das ist nicht auszuschließen, sollte jetzt allerdings hier unten in dem Bereich noch nicht der Kern sein, weil wir wollen nicht den untersten Boden erwischen, wenn es doch irgendwann längerfristig wieder nach oben geht, sondern da reicht es aus, wenn wir viel, viel später dann mal wieder auf der Long-Seite handeln. Das kann durchaus sein, will ich jetzt nicht ausschließen, aber es sollte jetzt nicht Kern dieser Analyse sein, denn der Markt ist aktuell, wie gesagt, weiter abwärts. Und wenn wir hier, das ist so der Kerngedanke, wenn wir jetzt hier vielleicht so ein bisschen Stärke wieder sehen, wenn der Markt doch mal über den 12,16er Bereich rüberkommt, dann ist es denkbar, dass ich vielleicht hier mal 1, 2 Tage so ein bisschen anschließen und der Markt hier durchaus in den 30er-Bereich so ein bisschen tobt nach oben quasi. Ja. Was bedeuten würde, ich würde es hier oben schon mal vorsichtig, allerdings höchstwahrscheinlich mit einer kleineren Positionsgröße, zum einen, weil hier eben auch schnelle Richtungswechsel auch zwischendurch schnell wieder stattfinden könnten, und zum anderen eben hier das antizyklisch ist, also wenn ich hier kaufen sollte, aber erst ab 12,16,50 auf der Oberseite, dann defensiver. Viel lieber würde ich nach wie vor in diesem Schiebezonenbereich hier eben mir überlegen, die Abwärtsseite eben zu handeln, hier eben Short-Setups irgendwo aufzubauen, mit dem Gedanken, dass es eben nach unten durchgeht, in Richtung 1200, beziehungsweise in Richtung 1194, 1195. Das wäre jetzt weiterhin erstmal der Kern des Gedanken, ähnlich wie im Euro in der vergangenen Handelswoche, dass wir einfach trendfolgend weitergehen. Und so ein Bruch, gerade wenn wir eben so eine geringe Schwankungsamplitude haben, auch hier die Volatilität mehr und mehr zurückgeht, dann ist es natürlich, vorsichtig gesagt, wahrscheinlich, dass natürlich dann auch nochmal durch irgendeine Initialzündung hier eben die Volatilität dann doch mal wieder ansteigt, dass, wie gesagt, innerhalb von 1, 2 Tagen der Markt mal relativ schnell wieder unten ist, ja, oder weiter unten ist, oder eben auch dieses Aufwärtssetup eben eintritt. Somit ist der Bereich 12,16,50 in der kommenden Handelswoche für mich der wichtigste Bereich. Ja, und die Überlegung auf der Long-Seite beschrieben, die Überlegung auf der Abwärtsseite beschrieben mit den entsprechenden Zielen. Und wenn wir dann den 1200er Bereich bzw. knapp darunter angelaufen haben, dann müssen wir schauen. Es kann sein, dass sich dann wieder eine Seitwärtszone anschließt, weil Gold sich jetzt eben aktuell nicht so wirklich entscheiden kann für die Richtung.
Und da müssen wir gucken. Aber nach wie vor wäre jetzt erstmal mein Favorit, vorsichtig gesagt, die Abwärtsseite. Und wie gesagt, einen Trade auf der Abwärtsseite habe ich dann schon versucht. Zwar ein kleines Risiko nur hinnehmen müssen hier im Gold, jetzt in kürzlicher Vergangenheit, in der vergangenen Handelswoche. Und wir schauen mal, ob sich hier eventuell weitere Möglichkeiten bieten. Das soll es von meiner Seite hier für die kommende Handelswoche gewesen sein. Mal so meine Gedanken zu den vier Märkten. Es gibt natürlich immer noch weitere Märkte, wo wir auch drauf schauen, auch in den entsprechenden einen Livestream. Also gerne hier eben dann drauf schauen. Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Wenn ihr weitere Anregungen dazu habt, Fragen habt, dann natürlich unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, seid auch herzlich eingeladen zu den täglichen Livestreams. DAX Long oder Short, US Opening Bell von meiner Seite, vom Chris Kämmerer, das Devisenradar. Also wir haben ja einige Formate, wo wir euch täglich versuchen abzuholen, euch Ideen vorzustellen, den Markt vorzustellen, eben die Kerntendenzen vorzustellen. Also seid ihr gerne mit dabei. Ihr könnt hier auch immer zusätzlich Fragen stellen und so weiter in den Livestreams. Also herzlich eingeladen dazu. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Rest Sonntag, eine tolle Handelswoche, Good Trades und Mega Trading. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.